Hallo. Ja, vielleicht habt ihr es auch gerade in den Nachrichten gehört. Der niedersächsische SPD-Ministerpräsident Stefan Weil prescht als erster SPD-Politiker mit einer Forderung nach der Impfpflicht gegen Corona vor. Diese soll dann verpflichtend für Jahre gelten. Ja, so eine Zwangsimpfung mit einem experimentellen Impfstoff ist ja ein großer Eingriff in die menschliche Freiheit. Ja, gut, also die MyLab, die hat ja gesagt, langfristige Nebenwirkungen gibt es bei Impfstoffen gar nicht. Ne, also Nebenwirkungen, die erst nach 1 oder 2 Jahren auftreten. Na, gut, manche Hetzer haben dann gesagt, warum testet man dann die anderen Impfstoffe immer 10 Jahre? Wenn es doch gar keine langfristigen Nebenwirkungen gibt. Na, dann bräuchte man die ja auch nur 6 Monate testen. Ja, aber das sind Hetzer, solche Skeptiker, solche Verschwörungstheoretiker. Da wollen wir ja jetzt mal nicht drauf, da wollen wir uns mal nicht mit beschäftigen, sondern wir wollen uns mit den Stefan Weil beschäftigen. Wir stellen uns die Frage, wenn der also hier vorprescht bei der Impfpflicht, können wir diesen Mann denn vertrauen? Ne? Und da kann ich euch beruhigen, der Stefan Weil, das ist ein guter Mensch, der ist nämlich Philanthrop. Ne? So wie der Bill Gates und wie heißt der andere, Jeffrey Epstein und wie die alle heißen. Ja, bei Wikipedia, da steht allerdings was anderes, da wird der Rotary Club als Karrierenetzwerk bezeichnet. Also das ist ein Netzwerk, wo sich Männer zusammenschließen und sich gegenseitig helfen, um ganz nach oben zu kommen. Gut, aber das ist sicher so ein Neider und Hetzer. Ne? Ihr wisst ja, wenn Leute erfolgreich sind, wie zum Beispiel der Stefan Weil, dann finden sich immer auch Leute, die neidisch sind. Ne? Und aus Neid schreiben die dann solche Sachen. Ja, wer auch mit dabei ist im Rotary Club, das ist der Ugur Satin. Das ist der Impfstoffentwickler und BioNTech-Gründer, dem wir also diesen BioNTech-Impfstoff zu verdanken haben. Und der hat auch gesagt, er hat das alles nur gemacht, weil der die Menschen so lieb hat und deshalb ist er auch im Rotary Club. Also der Stefan Weil, der hat alle Menschen ganz lieb und ist deshalb im Rotary Club und der Ugur Satin ist sein Kumpel im Rotary Club. Ja, die sind beide mit dabei. Ja, man kann das auch nachlesen. Dieses Interview mit Ugur Satin, das wurde in diesem Clubmagazin von Rotary Club abgedruckt. Und dass der Stefan Weil beim Rotary Club ist, das kann man bei Wikipedia nachlesen. Gut, also wir haben hier ein Netzwerk, den Rotary Club, der besteht nur aus Menschenfreunden. Ne? Menschenfreunde, die nennt man Philanthropen. Ja, und wenn sich so viele Menschenfreunde versammelt haben, dann darf natürlich der oberste aller Menschenfreunde, der oberste Philanthrop nicht fehlen. Und das ist Bill Gates. Und da habe ich Folgendes gefunden: Rotary und die Bill Gates Foundation bekräftigen ihre Zusammenarbeit. Ja, die arbeiten also auch zusammen. Ja, und der Bill Gates, das habe ich nachgeguckt auf seiner Webseite, der ist auch ein Großspender des Rotary Clubs. Bill Gates kennt ihr ja, der hat Microsoft gegründet. Und der ist auch kurz bevor die Corona-Pandemie begonnen hat, groß bei BioNTech eingestiegen. Ja, also hier wieder beim Ugur. Ja, man kann also sagen, wir haben hier wieder vier, nein, drei Menschenfreunde zusammen. Ne, den Philanthropen Stefan Weil, den Ugur Sahin und natürlich nicht zu vergessen den Bill Gates, ne, den Philanthropen und Kinderfreund. Ja, und weil diese drei Menschen Philanthropen sind, also Menschenfreunde, braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen, wenn bald eure Kinder von der Polizei abgeholt werden und zwangsgeimpft werden. Na, das hat alles seine Richtigkeit. Die machen das nur, weil die euch so lieb haben. Ja, das war's für heute. Auf Wiedersehen.